Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit Miniman gleich. Ja. Wir schauen mal wieder hier rein in den aktuellen Shop. Da haben wir hier bei Mamas altmodischer Geheimnisschatulle den Mythic Bob. So. Hier gibt es nach wie vor das Mythic Benepec. Mit Children's Author, Henry Haber, die Beta, Steve Smith und Hank Hill. Das ist echt ziemlich cool. Hier die Obedience Box, auch eine echt coole Box. Henry Haber, die Beta, Mr. Front, Bill Daughtry, Dr. Amy Wong und so weiter. Ganz cool. Ja, dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Schauen wir doch mal hier rein, was hier aktuell am Start ist. So. Als allererstes 71 Ounce Beef Bobby. So, das ist der hier. Das ist ein Bobby mit, krieg ich das auch mal rübergezogen. So. Mit Restaurantkarten. Dann kommt da hinten eine Karte raus mit Motivieren. Mit Leben. Also Erweiterung der Lebensanzeige und mit Leech. Stärkste Möglichkeit hier mit Bob's Burgers. Aber Restaurantkarten solltet ihr einfach nicht spielen. So. Insofern derjenige, der 500 Gems für eine Combo ausgibt, der spielt mit Sicherheit keine Restaurantkarten. Ein klein wenig anders könnte es mit dem Drunk Peter sein. Herr Drunk Peter ist eine absolute Killer-Kombo, was ich damit schon alles klein bekommen habe. So. Unter anderem heute einen Drunk Stan. So, ja, folgendes. Weil wir gestern die Diskussion hatten wegen dem Drunk Stan. So, das muss ich jetzt einfach mal loswerden. So, hier haben wir den Drunk Peter und ist mit zwei legendären Karten machbar. Einmal mit Peter und der Powertucker Patriot Ale. Dann mit Peter und dem Personalized Biermug. Kommen raus. Stoß 19, jetzt muss ich mal gucken. 18, 27. Okay, das ist die stärkere hier mit Personalized Biermug. Also hast du 19-fach Mauer durchstoßen, 25-fach Cripple und 27-fach Gas. So, und jetzt kann man sich in etwa denken, was passiert ist. Jetzt zum Beispiel bei dem Drunken Mythic Stan. Ja. Er hat ja, wie wir es ja gestern schon gesagt haben, er hat ja eine Mauer, er hat Grace. Punch. Ja, dem hat es nichts geholfen. Weil Mauer durchstoßen, runtergekrippelt, Angriff runtergekrippelt, Gasattacke angesetzt, Feierabend. Das Ding hatte nicht mehr lange gelebt und war relativ schnell dann down. So, also Drunk Peter auf jeden Fall eine mega geile Karte, weil er eben diesen Stoß hat und weil man da eben durch Mäuerchen durchkommt. Und dann seine tödliche Gasattacke mit ansetzen kann. Und 27-fach Gas kann sich jeder ausrechnen. Wenn die jede Runde aktiv sind, ist das heftig. So. Jo. 500 Gems für ausgeben würde ich jetzt trotzdem nicht. Aber reizvoll ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich liebe den Drunk Peter. So, gab es mal ein legendäres Match, da habe ich innerhalb von, also in einem einzigen Match zwei Bad Tinas in Folge mit dem Drunk Peter Blatt bekommen. So, und dann haben wir hier Dr. Amy Wong mit Kostümkarten. Und da sollten wir das Ganze jetzt auch mal maxen und sollen uns das anschauen, was dabei rauskommt.
Weil auch das ist sehr interessant. Die Winter. Ist das die Winter? Oh, Water-Nymphe. Water-Nymphe. So, mit Leech und auch wieder mit viel Gas. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Gasattacke nur dann wirksam wird, wenn die Karte einmal Schaden verursacht hat. Also bedeutet also, so eine Karte hier macht keinen Sinn bei einer Drunken Nila zum Beispiel, weil die eine 40er Mauer rum hat. Da kommen die hier gar nicht durch. Der Leech funktioniert auch nur dann, wenn die Karte hier Schaden verursacht. Also das heißt, diese Karte, diese Kombo darf man nur dann spielen, wenn man nicht irgendwas hat, also wenn man mit seinen 21 Angriff irgendwie auch nur einen einzigen Schadenspunkt verursacht bei der gegnerischen Karte. So, aber dann sollte das der Fall sein. Also sollte die Karte jetzt keine starke Mauer haben oder so, die gegenüber liegt, dann ist das stark. Ja, dann kannst du die relativ gut down bekommen. Ja. Kann man sich auf jeden Fall überlegen, das ist eine gute Kombo. Also wer die Dr. Amy Wong spielt und Kostümkarten im Deck hat, also eine dieser Kostümkarten, She-Mask, Jimmy Junior, Rogers, Sexy Shorts oder Lightspeed Briefs, da macht es auf jeden Fall unter Umständen Sinn, mal 1000 Steine reinzustecken, wenn ihr davon noch haben solltet. So, das wäre die Water-Nympho. Und jetzt kommen wir zu Blueberry Delivery Girl oder zu der Heidelbeer-Lieferantin. Gucken wir uns die Heidelbeer-Lieferantin mal jetzt an. Ja, ist eine Tina. Auch hier sollten wir wieder maxen. Eine Tina mit Geldkarten. Und die einzige legendäre Geldkarte, die es in dem Spiel gibt, ist Bag of Nickels. Dann kommt da hinten dann sowas raus, hier mit Cripple und mit Leech. Also uninteressant. Diese Kombo ist uninteressant. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Schaltet sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animations Rodown Daily Shop News bei mir. Dann gleich auch rein. Macht's gut. Tschüss.